Und als ich so in den alten Bildern geschwelgt hatte, bin ich auf dieses Bild gestoßen. Ich weiß nicht, ob ich es an dem Tag gekauft habe. Und das kommt zeitlich ungefähr hin. Ich weiß nämlich, welche Wohnung das war. Das Bild ist von 2014, August 2014. Also der Kopf geht auf die 10 Jahre zu. Es sind jetzt 9 Jahre und 3 Monate. Man kann ja mal 10 Jahre sagen. Das ist ja wohl erlaubt. Fast 10 Jahre. Ein fast 10 Jahre alter Kopf. Links blau, rechts weiß. Das ist genau der gleiche Kopf, wie ich ihm, hier, da sieht man das vielleicht besser, das ist genau derselbe Kopf, den ich da auch hatte. Und das Lustige ist, natürlich an dem Kopf, das ist mein erster Funnel gewesen. Das ist noch weit vor Funnel-Hype gewesen. Ich würde sagen, dass sich das Funnel-Game so ein bisschen 2018 anfing, 2019 mit... Also 2018 so mit Somo und dann ging das weiter zu Funnel mit HMD, das war dann so 1920. Und seitdem besteht ja die Szene zum großen Teil, also vor allem die Szene, die Community, zum großen Teil eigentlich nur noch aus Funnel mit HMD. Und dieser Kopf ist einfach seit fast 10 Jahren in meinem Besitz, ich habe ihn nie weggeschmissen. Das ist das, ich würde nicht sagen älteste Shisha-Produkt, was ich noch habe, aber ich hatte vorhin auch überlegt, als ich mit meiner Freundin telefoniert habe, ich habe leider keine Pfeife mehr von damals. Also ich habe keine Pfeife mehr, die älter ist als 4 Jahre oder 5 Jahre. So. Und leider habe ich die damals weggeschmissen, die Amy 660, die hatte ich ewig gehabt. Ja, lass uns doch diesen Kopf mal ausprobieren. Es sieht auf dem Bild aus wie derselbe Kopf. Funnelloch, ultra tief. Man merkt, dass der nicht der teuerste Funnel damals war und dass dieses Funnel-Game damals noch nicht so krass war. Was mir als erstes an dem Kopf auffällt, wenn ich jetzt mal heutigen... Ich habe jetzt hier einfach mal einen Mose Epos, wenn ich das einfach mal vergleichen würde. Fangen wir mal von unten an. Wir haben unten, das ist rau. Der ist unten nicht lackiert, das hört mittendrin auf. Finde ich krass, hat man vor 10 Jahren, so, er muss ja mindestens vor 10 Jahren produziert worden sein. Da ist unten keine Glasierung dran. Merkt man, glaube ich, dass er günstiger ist, weil das ist so eine kleine Massage in meiner Hand, wenn ich so mache. Der ist, das sieht man gar nicht mit dem Auge. Hier ist auf jeden Fall, hier sind so Kanten drin. Unter der Glasierung ist der einfach uneben. Also ich merke, dass die Glasierung, die ist natürlich rauer, aber da merke ich das nicht. Aber hier merke ich so richtig, wie das so ungleichmäßig ist, die Glasierung. Es gibt Funnel mit tiefem Funnelloch, aber das Funnelloch ist halt ultra tief, ne? Guckt euch das mal an. Mit meinem Finger da drin. Also das Funnelloch, das ist halt ultra tief. Meinst du nicht, dass die Unebenheiten von dem Lager, von dem Altern kommen, vom Lagern? Ich bin mit dem Ding 3-mal umgezogen. Das ist die 4. Wohnung, die der Kopf jetzt mittlerweile kennenlernt. Glaube ich nicht, weil das ist ja einfach nur Ton und der ist glasiert. Ein Teller wird ja auch nicht einfach uneben vom Alter. Also ich hatte jetzt einen Umzug bei meiner Oma durch. Bei meiner Uroma, da war ein Teller, der war 60 Jahre alt. Ich habe den angefasst, der hat sich besser angefasst als statt der Kopf hier. 161. Hier ist zwar ein Fake-HMD, mit dem Deckel tue ich mir jetzt nicht an. Hier ist zwar ein Fake-HMD, ich habe aber extra einen Callout hergeholt. Dass wir die gleiche Experience haben, würde man jetzt sagen, die gleichen Experience haben wie damals. Es ist ultra komisch, den auch zu bauen, weil das Funnelloch sitzt halt sehr tief. Ich habe hier so eine 1 cm Tabakwand ums Funnelloch rum. Also, das ist kein Witz. Wir haben 26, ja jetzt sind es 26,3. Guckt euch mal an, wie weit ich über dem Funnel gebaut habe, über dem Funnelloch. Also wie weit übers Funnelloch. So viel. Also heute sind die Kopfanschlüsse, glaube ich, breiter. Oder die Dichtungen breiter. Auf jeden Fall passt ja da schwer drauf. Ich habe richtig erst, dass der Kopf einfach platzt. Ne? Einfach, weil der so alt ist. Vielleicht hat man den damals nicht so krass hergestellt. Vielleicht ist das nicht so ein geiles Material. Und das sind jetzt keine richtigen 27er mehr, weil die waren ja jetzt auch 3 Minuten unten im Korb. Das sind aber 26er. Das sind Naturkohle und die Kohle hat sich auch weiterentwickelt und das ist ein Callout und kein Fake-Callout wie damals bei mir. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass er platzen könnte. Deswegen machen wir mal das Gitter drauf. Wäre geil, oder? Wenn er jetzt platzen würde, einfach so. Pff. Aber ich glaube, der würde eher in 2 teilen oder in 3 teilen. So ein 3 Teil, der würde einfach sich in der Mitte spalten. Also was ich richtig verrückt finde an dieser Bauweise. Ich habe Ultra-Kontakt. Das gibt einen richtig schönen Donut nachher. Ich habe ein bisschen fluffig gebaut. Also so mein Ersteindruck. Was ist so mein Ersteindruck so nach den Jahren? Der performt ja richtig geil vom Zuggefühl her. Das Zuggefühl ist richtig geil. Dass man fast sagen muss, der Durchzug ist zu leicht. Der hat ein extrem niedriges Funnelloch.
Ich baue sehr hoch um das Funnelloch rum, habe aber Kontakt. Ich merke, dass ich Kontakt habe, habe trotzdem einen arschgeilen Durchzug, obwohl ich einen scheiß Callout benutze. Mit dem Callout auf dem E-Post ist direkt jetzt schon... Dann hast du keinen Durchzug mehr. Also ich merke, dass ich Kontakt rauche. Es ist gerade wie so ein... Es ist so ein richtig komisches Gefühl irgendwie. Das Funnelloch ist sehr niedrig. Ich muss sehr hoch bauen. Habe dadurch sehr guten, ich würde fast sagen Vollkontakt. Es wird schon Vollkontakt sein, also mehr als Noppenkontakt. Ich merke, dass ich Kontakt rauche. Also ich merke, dass es extrem heiß gerade wird, aber... Ich habe einen ganz normalen Durchzug wie immer. Und der performt geil. Also der Pump performt jetzt nicht 10 von 10, würde ich den ganzen Tag rauchen. Dafür verbraucht er mir zu viel mit 26 Gramm. Muss auch sagen, der war jetzt sehr schnell an. Und wisst ihr, was ich verrückt daran finde? An diese Bestätigung habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, so vom Anfang an. Früher hat es nicht so geraucht mit dem Kopf. Also ich möchte euch nochmal die Rauchausbeute zeigen. Der Kopf ist gut. Er funktioniert, aber die Rauchausbeute... Der raucht auf jeden Fall gerade sehr gut, würde ich behaupten. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle losstürmen sollt, euch den kaufen sollt. Das ist ein Kopf wie jeder andere auch. Und es wird Köpfe geben, die haben eine bessere Verarbeitung. Die erhalten besser die Hitze. Das ist einfach nur ein Funnel. Man hat einfach damals einen verschissenen Funnel aus Ton gemacht. Mit einem tiefen Loch, der ultra viel verbraucht. Mit 26 Gramm, wie ich ihn gerade gebaut habe. Man hat einfach einen Funnel hingekackt. Hat ihn glasiert und hat ihn rausgebracht. Nichts gegen den Hersteller. Aber es ist ja so. Es ist 10 Jahre her. So, ihr müsst euch mal vorstellen, da war ja dieses ganze Wissen noch nicht da. Da gab es keine Aeon, da gab es kein Simulation, da gab es kein Mose, da gab es kein Hukain, da gab es kein Wannenberg, da gab es nicht das, was. Man hat einfach einen Funnel geschissen und für das. Und jetzt kommt der springende Punkt, was die Erkenntnis aus dem Stream, beziehungsweise wenn ich das als Video hochlade oder was diese Erkenntnis ist. Es kommt auf den Skill an und nicht auf den Kopf. Du kannst den Wannenberg V1 zulegen. Wenn du nicht bauen kannst, raucht das nicht. Das wusste man auch vorher. Aber hier kriege ich viel krasser die Bestätigung, weil so hat Safe damals bei mir nie geraucht. Nicht mal die Hälfte. Aber das ist die Erkenntnis. Es kommt auf deinen Skill an. Es kommt nicht darauf an, was du ausgibst. Es kommt auf deinen Skill an. Es ist wie mit Autos. Wenn du nicht Auto fahren kannst, bringt dir auch nicht ein S63 was. Der bringt dir auch ein Tesla nichts. Der bringt dir auch weiß ich was, wenn du mit dieser Beschleunigung nicht umgehen könntest. Das ist wie mit dem Kochen. Wenn du das ein Rezept hast mit den geilsten Sachen, mit einem frisches Rezept, wenn du nicht kochen kannst, kackst du da trotzdem rein? Oder die Erkenntnis aus dem heutigen Stream, dass ich es mal wieder so jetzt auch für mich erlebt habe, weil jetzt nicht böse gemeint, aber ich erlebe das halt nicht mehr. Aber es ist für mich, natürlich baue ich mal einen Kopf falsch mittlerweile. Es gibt auch mal Köpfe, die ich verkacke. Jeder 100. Kopf verkacke ich mal einen. Den rauche ich, dann raucht er nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten und dann ist schon Ende. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Auf irgendwas nicht geachtet, auf die Kohle nicht geachtet. Passiert ab und zu, passiert das mal. Aber dieses, dass es gar nicht mehr raucht und gar nicht schmeckt, das kriege ich nicht mehr hin. Das ist ja eine Sache, 14 Jahre Erfahrung so und auch 7 Jahre YouTube und so viel zu testen, so viele Sorten zu testen, so viele Köpfe. Das ist ja so viel Erfahrung, die man sammelt. Ein Rennfahrer, der jeden Tag fährt, der fährt auch besser als ich. Ein Koch, der jeden Tag kocht, der kocht auch besser als ich. Ich kann ja mal nebenbei gucken. Ich finde safe ein Video, wo ich den mal hatte. Ich würde sagen, heute kommt mehr, oder? gleich, ja, ist gleich auf jeden Fall. Und da habe ich genau den Kopf auch verwendet, aber das ist halt... Ey, das ist sogar 2015 gewesen, ne? Und da habe ich sogar einen Deckel drauf. Hätte ich jetzt hier einen Deckel drauf, klar, ich rauche auf Kontakt, weil es Kontakt ist, ist es mehr. Aber da ist auch einfach immer noch ein Deckel drauf. Und das ist halt das Kranke. Da ist halt einfach immer noch ein Deckel drauf. Würde ich jetzt hier einen Deckel drauf machen, aus die Maus. Dann würde der viel zu heiß werden. Aber das ist die Erkenntnis, mit der ich hier rausgehe. Es wirklich nur auf den Kopf ankommt. Das ist das beste Beispiel dafür. Auf den HMD, das liegt nicht am HMD, der da oben drauf ist. Aber es hat mit dem Kopfbau zu tun. Vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen mit der Feuchtigkeit des Tabaks und der Hitze. Aber es ist nur Kopfbau. Und jetzt habe ich sogar noch die dritte Kohle runtergenommen.